Der Ja. dritte Teil. Ja, das kann sein. Ach, 2014? So um den Dreh rum. Ich guck mal Ja. kurz. Einfach Ja, du googeln. bist aber aus den frühen 2000ern, ne? Oder nicht? Hast du eine Skyrim Übertrittung? nicht in den frühen 2000ern gekommen? Nee, das war 2008 oder 2009, glaube ich. Es Warte, könnte nee. sogar, es müsste Nee, sogar theoretisch, 2011. ich 2011. wollte gerade sagen, es Ja, müsste eigentlich 2011 gewesen Siehste? sein, weil ich habe das nämlich gespielt, als es rauskam und es kam, und ich habe das, und ich habe erst Internet gehabt, wie 2011 mein Vater gestorben ist. Also es müsste Ende 11 gekommen sein, theoretisch gesehen. Ja, doch, Skyrim war 2011, stimmt. Alter, warum spawnt der jetzt keinen Typen? Hä, ist das dein Ernst, Alter? Die ganze Zeit spammt er mich mit Typen zu und wenn ich dann am Verrecken bin, dann kommt keiner mehr. Oh, weißt du was, Alter, der Agent ist für ein Arsch. Ich hab keinen Bock mehr, ich spiele jetzt meine Sirene. Aber wäre es nicht auch zum Beispiel sinnvoll, wenn du sagst, du willst mit einer Community zocken, dass du das den Leech machst und dir, was weiß ich, dann klar machst und mit den Leuten zockst, kannst du auch entscheiden, mit wem du zockst und irgendwelche Du, Leute ich hab das rauswerfen. alles schon durch. Ich hab das alles, was ihr erzählt, schon durch und zwar mehrfach. Und woran scheitert das dann? Es hat ganz viele verschiedene Gründe. Ständig gehen mir irgendwelche Leute auf den Zeiger oder dann heißt es immer, ja, ich bin nicht oft genug online, weil ich auch tausend andere Sachen immer wieder zu tun habe. Und ach, was weiß ich. Das klingt, als hättest du auch gar keinen Bock drauf. Das auch, ja, mittlerweile nicht mehr. Früher wollte ich das mal, aber mittlerweile. Das ist einfach so oft, habe ich das schon probiert und so oft ist es schief gegangen und das, sorry, da habe ich einfach keinen Sinn mehr dafür. Habe ich einfach Besseres zu tun. Das glaube ich, aber wenn man dann noch jetzt bedenkt, dass der Hate weniger ist wie sonst, könnte es vielleicht klappen. Mag sein. Trotzdem. Ich habe es einfach zu oft erledigt und durch. Ich möchte mich damit nicht dauernd rumstreiten, ärgern. Jetzt habe ich mal einen Pickel aufgekratzt. Ich bin mal weg. Oh. Ciao. Tschüssi. Jo, Ja, ade. ciao, gute Nacht. Jo, ciao, ciao. Ciao. So, wo ist jetzt dieser blöde Planet? Ach, da. Handsome Checkport. Dann das hier. Was hast du dir denn vorgestellt für die anderen Ränge im auf YouTube zu machen? Hast du da auch schon Ideen? Wie für andere Ränge auf YouTube. Naja, es gibt ja einmal den Welpling und du hast uns ja gerade gefragt, ob wir Ideen hätten für die anderen Ränge, die es da noch gibt, für die Leute, die dann mehr Geld zahlen. Ja. Ich hatte überlegt, ob ich die Welblinge überhaupt dazu mit reinholen soll hier in den Discord als Beispiel. Einfach damit meine zu viele Idioten, die für 2 € einfach mal stumpf abonnieren. Hier einfach mal Hurensohn reinschreien können und dann sich wieder verpissen. Hatten das häufig? Das kommt schon vor. Also ich war in zwei anderen Räumen und da sind regelmäßig Leute gewesen, die auch nur rumgeschrien haben, gegangen sind, wiedergekommen sind und wieder rumgeschrien haben. Ja. Das kommt jetzt selten vor, Leute. Wie damals im TS. Und für, ja, genau so. Nur nicht ganz so extrem mehr wie früher. Wenn es im Teamspeak damals dabei warst, weißt du ja vielleicht, wie das abgegangen ist. Und da habe ich ja innerhalb von einem Tag mal 50 bis 100 Leute gebannt. Ja, und ich habe jetzt seit Sonntag werden es 2 Wochen, dass ich den Discord hier habe. Und ich habe insgesamt geblockt aktuell, Sekunde. Mittlerweile sind es 377 in knapp 2 Wochen. Und das ist so, die Hater machen sich so drüber. Und davon ist ja mindestens 50, 60 Mal. Wobei mittlerweile ist es wahrscheinlich sogar 70 Mal. Es ist bloß eine einzige Person. Also im Prinzip kannst du davon ausgehen, wo ich insgesamt in den kompletten 2 Jahren. Was bist denn du für einer, Alter? Wie schaust denn du aus? Wieso sieht der anders aus? Wovon redest du? Der Charakter hier Borderline. gerade. Ach so. Ja, Leute, ich bin hier nicht der komische Agent. Ich bin hier die Sirene. Da bin ich ein bisschen open. Da habt ihr keine Chance gegen mich, ihr Schweine. So,
Also die... Alter, wo muss ich denn hin? Stumpf. Ich hätte ganz anders schlatschen müssen. In den... wie sagt man? In den 2 Jahren von YouTube habe ich bestimmt 8000 Leute gebannt. Und nein, das ist nicht übertrieben. Und davon fast jeden Tag halt zwischen 100 und 200 Leuten plus minus. Und seit ich den Discord hier habe, habe ich in 2 Wochen nicht einmal 400 Leute gebannt. Bis jetzt zumindest. Ich würde sagen, bis jetzt, aber TS war ja auch grundsätzlich aber, immer ich, offen, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich bis 2000, die Wahrscheinlichkeit, dass ich bis Sonntag die Dinge vollkriege, ist eher gering. Tatsächlich. Was heißt die Dinge vollkriegen? Die 400. So, da muss ich mal gucken, wo sind denn diese blöden Claptrap-Einheiten? Drache, hast du eigentlich noch dein Greenscreen? Natürlich. Weil ich erinnere mich noch an deine alten Time of Metals und da hast du noch relativ viel mit Greenscreen gearbeitet und mir ist aufgefallen, dass das halt in den letzten Videos so gar nicht mehr vorhanden ist und ich habe mich gefragt, hast du den noch? So gibt es einen Grund dafür, dass du den nicht mehr benutzt mittlerweile? Es gibt einen Grund dafür, dass ich den nicht mehr benutze, ja. Würdest du das auch sagen? Weil ich fand das eigentlich schade. Ich fand das cool, dass du so wie in so einer richtigen Musikshow, sage ich jetzt einfach mal, so deinen eigenen Background hattest. So, und das mit dem Tisch war cool und dem Horn. So, das war halt was anderes als so die 0815 YouTuber, die immer ihr Regal hinter sich füllen. Ja, also das die Sache ist... Die Sache ist, dass das nicht so einfach ist, mit dem Greenscreen zu arbeiten. Mit dem Greenscreen zu arbeiten, macht sogar die kleinsten und leichtesten Aufgaben schon zu einer Herausforderung, weil zum Beispiel, jetzt gut, momentan ist es nicht so schwer, weil ich habe momentan keine langen Haare mehr. Aber beispielsweise hätte ich noch meine langen Haare, wäre das extrem nervig, weil ich müsste immer die Haare zu haben, also immer geschlossen. Weil umso offener deine Haare sind, umso schwieriger ist es, das auszukehren und alles. Weißt du? Ja, aber mittlerweile hast du doch relativ viel Erfahrung mit so Videoschneiden. Das ändert ja nichts daran, weil es geht ja eher um die Effektivität des Programmes tatsächlich. Es geht ja tatsächlich eher um die Effektivität des Programmes und nicht um die... Okay, ich kenne das nur von mir. Ich mache Musik in meiner Freizeit. Und anfangs hat das auch alles relativ lang gedauert, weil ich mit dem Programm noch nicht so vertraut war. Aber jetzt so nach 3-4 Jahren geht das alles schon deutlich, deutlich schneller, weil ich halt eine gewisse Routine habe. Ja, das schon, aber früher habe ich halt 5 Stunden dafür gebraucht, alles richtig hinzukriegen. Jetzt würde ich vielleicht 3 Stunden brauchen, aber für ein Video, das 5 Minuten geht, sich 3 Stunden hinzusetzen und es nur um den Hintergrund auszukehren, das ist schon ein bisschen arg übertrieben eigentlich. Das kommt dann halt auch, wie gesagt, darauf an, wie extrem der Hintergrund ist. Und dann musst du dir auch jedes Mal überlegen, wie du einen Hintergrund machst, damit du ihn gestaltest und so. Aber glaubst du nicht, du würdest ein paar Fans mehr anziehen, wenn deine Videos auch ein bisschen aufwendiger aussehen würden? Also ich meine, mich überzeugt, dass du auch so, sonst wäre ich ja nicht hier, aber... Ich habe ja jetzt schon zu viele Zuschauer eigentlich. Zu viele? Ja, zu viele. Aber du willst doch 100.000 Abonnenten. Ich würde mich freuen, wenn ich das schaffe, aber wollen, weiß nicht. Für mich ist die Sache, ich habe jetzt schon zu viele Zuschauer, meiner Meinung nach. Das ist einfach... Ich komme ja jetzt schon kaum dazu, ich komme ja jetzt schon kaum die Erwartungen in mich gesetzt werden, zu erfüllen. Wenn ich noch mehr Zuschauer habe, ist das noch schwieriger. Außerdem will ich eigentlich jetzt so berühmt sein oder bekannt sein. Und umso mehr Zuschauer ich habe, umso schlimmer wird das Ganze ja. Also sagst du, dir wäre eine kleine, aber dafür treue und gute Fanbase lieber als eine große gemischte Fanbase? Das Problem ist, dass das alles ein bisschen schwierig und komplexer ist als die Aussage.
Weil du musst auch so sehen, ne? Mehr Zuschauer bedeuten mehr Leute, die dir spenden. Mehr Leute, die spenden, bedeutet mehr Kohle. Und mehr Kohle bedeutet bessere Videos. Beziehungsweise bedeutet auch ein besseres Leben für mich. Mal abgesehen davon natürlich. Man muss ja das auch dazu sagen. Und deswegen ist es alles ziemlich schwierig, das zusammenzusetzen halt. Versuchst das jetzt hinzubekommen, indem du regelmäßig jetzt Content raushaust, weil die Time of Metal Videos, das ist ja schon krass, was du jetzt momentan machst. Also zwei Videos am Tag fast. Mittlerweile eins, aber trotzdem. Momentan ist es eins, ja. Das liegt aber daran, dass ich nicht in der Lage bin, momentan mehr aufzunehmen. Weil es halt auch echt Zeitfresser ist. Und der Speicherplatz. Der Speicherplatz ist es nicht einmal. Ich habe mich aber die letzten Tage so viel dran gesetzt und habe auch versucht, einen neuen Ding zu setzen. Einen neuen, wie sagt man? Hab versucht, einen neuen Kurzfilm der Idioten aufzusetzen. Gestern wollte ich aufnehmen. Echt? Cool. Gestern wollte ich nach 2 Stunden Vorbereitung aufnehmen. Genau in dem Moment fangen meine Nachbarn an, das Flöte spielen. Das Problem ist, dass ich dafür, dass ich für das Video, das will ich oben im Wohnzimmer machen, ich hätte dafür gerne einen ganz bestimmten Lichteinfall, ich hätte dafür ganz gerne eine bestimmte Helligkeit von draußen und von innen. Und das funktioniert halt so nicht, weil heute war das Wetter dafür nicht geeignet genug, weil es zwischendurch richtig bewölkt war. Und abends hat dann wieder der Nachbar angefangen, Flöte zu spielen. Und das hat halt den ganzen, weißt du, die haben den ganzen Tag Zeit, ja. Die haben fast 24 Stunden Zeit von mir aus, Flöte zu spielen. Das juckt mich alles nicht. Aber genau dann, wenn ich aufnehmen will und wenn das Fenster offen ist, ja. Kannst du mit denen nicht absprechen oder so? Nee, ich Flöte spielen, mich. Du meinst das Instrument Flöte, ne? Ja, was denkst du denn? Sonst würde er das nicht hören. Hast du Schweinkel am Kopf? Entschuldigung. Hast du Schweinkel am Kopf? Eieiei. Warte mal, wen mache ich jetzt als nächstes? Das hier kann ich theoretisch dann auch mit durchmachen. Geht das überhaupt? Kann man sich da hinporten? Vielleicht wäre es sogar einfacher, wenn du noch jemanden hättest, mit dem du zusammen die Videos machen würdest, weil du müsstest nicht alles alleine. Boah, ist das fies, da kann man sich keinen hinporten aktuell. So ein Team. Haben ja viele YouTuber tatsächlich. Hätte ich ja gerne, aber kriege ich halt keins zusammen, weil das Problem die ganzen Haters sind. Ja, aber du hast doch auch Leute, die mit dir Musik machen, dann wirst du bestimmt auch Leute haben für dich, die Kamera. Ja, Musik machen, hinter der Kamera, hinter den Instrumenten, hinter den Mikros. Ja, aber die anderen können dir ja auch nur im Hintergrund helfen, mit dem Schnitt oder mit der Aufnahme. Ich würde niemals jemanden anderen meine Videos schneiden lassen als selbst. Und, oder jemand, der für dich die Videos ausgibt. Die Leute, mit denen ich Musik mache, die arbeiten hauptsächlich zu Hause, jeder bei sich. Ich würde sagen, da ist ja noch die Trennung da, ne? Die räumliche. Das geht alles übers Internet. Da größtenteils, nicht alles, sein. Nicht alles, aber größtenteils halt, ja. Mhm. Ja, aber das ist das Problem. Aber du meintest ja eben, und da habe ich mich ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, ein bisschen gewundert, dass du gesagt hast, du erkennst schon, wer es ernst meint oder wer es nicht ernst meint. Dann müsstest du ja theoretisch auch jemanden finden, mit dem du das machen könntest. Ja, aber es geht mehr darum, dass die Leute vergrault werden und Angst haben wegen der Hater. Ja, das kommt auch noch hinzu, ja. Das kenne ich. Das kenne ich von Juno noch. Also das war am Anfang ziemlich hart. Mittlerweile geht's ja. Wenn man sich ein bisschen angewöhnt hat. Tja. Das ist alles nicht. Hast du eigentlich nochmal vor, eine Gewerbelizenz zu holen? Oder? Momentan schaue ich, ob ich überhaupt eine brauche. Ja, die Gewerbelizenz war damals hauptsächlich das Problem wegen dem Merchandise, das ich verkaufen wollte und verkauft habe. Ja, aber du willst dich ja jetzt auch von YouTube auszahlen lassen, früher oder später, damit du wieder normales. Ja, deswegen würdest du mich erklären lassen und mir nicht reinreden, dann würdest du es vielleicht auch verstehen. Entschuldigung. Ja. Erstmal speichern. Und zwar, ich überlege momentan, ob ich da überhaupt ein Gewerbe für brauche, weil ich glaube, aber nicht weiß, dass es ein... Ich bin momentan am Überlegen und mir haben auch viele gesagt, ich soll das mal machen, um dann mal schauen, ob ich das dann als Freiberufler machen kann. Weil so hoch ist der Betrag. Weil so hoch ist der Betrag jetzt nicht, den ich monatlich verdiene. Deswegen weiß ich nicht, ob das funktioniert und ich will mich da jetzt erstmal informieren. Ja, mach ich mal. Ich bin Freiberufler, Rainer, und ich kann dir das sagen.
da gibt es bestimmte Berufsgruppen, die das dürfen und andere dürfen das nicht. Und deswegen und, mich informieren, ob das mit bei mir überhaupt ja, möglich ist. Ja, richtig. Und wenn du jetzt YouTuber bist, also die Berufsgruppe gibt es natürlich so erstmal nicht, ne?